Freie Radikale sind besonders reaktionsfreudige Sauerstoffverbindungen. Freie Radikale entstehen ständig in unserem Körper, bei jeder Atmung. Ein paar freie Radikale braucht unser Körper auch. Das Immunsystem setzt sie zum Beispiel ein, um Krankheitserreger zu zerstören. Sie sind also nicht nur böse und aggressiv. Normalerweise herrscht im Körper ein gesundes Gleichgewicht zwischen Entstehung und Abbau der freien Radikale, wenn wir genug Schutzkörperchen haben, die Antioxidantien. Durch Überbelastung und Stress, intensiven Sport, starke Sonneneinstrahlung, chronische Krankheiten oder ungesunde Ernährung und Lebensgewohnheiten wie Rauchen und Alkohol entstehen zu viele freie Radikale, die dann wild herumtoben, Schäden an den Zellen verursachen und unsere Reparaturhelferchen überfordern. Das nennen wir dann oxidativen Stress. Dadurch werden zum Beispiel Alterungsprozesse gefördert und das Immunsystem geschwächt. Auf den oxidativen Stress, den wir unserem Körper zumuten, haben wir durch unser Verhalten großen Einfluss. Durch eine gesunde Lebensweise mit ausreichend Erholung und Entspannung, mäßigem Sport und gesunder Ernährung reduzieren wir die oxidative Belastung. Obst und Gemüse helfen unserem Körper, die freien Radikale in Schach zu halten. Denn die Pflanzen enthalten natürliche Antioxidantien, zum Beispiel die Vitamine C und E aus Trauben, Tannine aus Granatapfel, Katechine aus grünem Tee oder Oleuropein aus Oliven.